In dem Video dreht sich alles um Audio Basics. Mic, Line und 48+. Fangen wir an mit dem Mic. Das einfachste und wohl selbsterklärendste von den ganzen dreien ist halt Mic, wie es halt auch schon die Abkürzung sagt, ist es für ein Mikrofon. Das kann sowohl sein, per Klinke eingestöpselt, sieht man das hier. Also sprich, dein Headphone-Jack, wie du es auch von deinen Kopfhörern kennst, ist in dem Fall nichts anderes, zack. Oder dann bei professionelleren Geräten hast du einen sogenannten XLR-Anschluss, der hat dann mehr oder weniger drei Pole an der Seite und die Mikrofone haben meistens dann diesen XLR-Anschluss dafür. Macht beides keinen großen Unterschied, sprich, wenn du das auf Mic stellst, ist es einfach nur ein direkter Mikrofoneingang. Plus 48 Volt. 48 Volt, was es schon sagt, ist halt eine Spannung. Und die brauchen manche Mikrofone, besonders in diesem professionelleren Segment mehr oder weniger, um überhaupt zu funktionieren. Das heißt, die brauchen eine sogenannte Phantomspeisung oder Phantompower, um zu funktionieren. Das sind halt Kondensatormikrofone, die benötigen das. Muss man dazu sagen, gibt nur XLR-Mikrofone, die das können und die musst du dann auch über das Kabel mehr oder weniger direkt verbinden. Um dir noch mal ein anderes Beispiel zu zeigen. Das wären diese sogenannten Kondensatormikrofone, die hier über das Kabel ihre Phantomspeisung halt noch benötigen und die bekommen sie hier aus dem Sounddevice raus. Das heißt, der Audio-Recorder oder die Kamera gibt dann 48 Volt an das Mikrofon raus, damit du überhaupt ein Signal reinbekommen kannst. Und der wirkliche Pro-Tipp bei der ganzen Sache, wenn du keine Ahnung hast, ob dein Mikrofon Phantomspeisung braucht oder nicht, dann auf alle Fälle erstmal mit Mic einsteigen, also als wäre es ein normales Mikrofon. Und wenn dann nichts passiert, also wenn du kein Signal bekommst, dann kannst du auf 48 Volt den ganzen Hebel runtersetzen und dann mehr oder weniger Spannung rausgeben, um das Mikrofon halt zu betreiben. Wenn du das nämlich machen solltest, 48 Volt einfach auf alles rauszugeben, kann es sein, dass dir irgendwelche Mikrofone um die Ohren fliegen, weil die einfach, ja, nicht dafür ausgelegt sind, statt nur Signale rauszugeben, auch 48 Volt reinzubekommen. Ein anderes Ding zwecks Phantomspeisung. Manche Mikrofone, die haben überhaupt keine Stromspeisung drin, das heißt, wie das Video Mic Go, das wird einfach über die Klinke mit versorgt und funktioniert dann. Anderes Ding wäre auch noch Lavalier-Mikrofone, also alle, die man einsteckt, die brauchen auch keine externe Stromversorgung. Dann gibt es auch so ein Mittelsegment, also ist auch immer mehr und mehr im Kommen, auch bei XLR-Mikrofonen, dass sie sowieso eine eigene Stromspeisung haben. Das heißt hier wie bei dem Rode, dass du halt einstellen kannst, zack, dann hast du hier einen kleinen 9-Volt-Block drin oder bei den neueren einen kleinen Akku drin, die halt auch dann diese Spannung brauchen, um überhaupt zu funktionieren. Achso, und falls du dich fragst, was das hier ist, das ist eine sogenannte Dead Cat, denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf das Mikrofon draufblasen würde, funktioniert nichts, weil ich einen Popschutz davor habe. Das ist diese kleine Sache hier davor. Und im Endeffekt dasselbe macht das auch. Die sogenannte Dead Cat, diese tote Katze, die steckst du halt hier drauf, um dann eben nicht Windgeräusche irgendwie unnötig zu bekommen, sondern die werden dadurch abgedämpft. Das aber nur am Rande. Kommen wir zur Kategorie 3, dem Line-In. Und Line-In ist genau dann gedacht, wenn deine Kamera beispielsweise, oder du hast auf größeren Drehs öfters, da bist du Kameramann, habe ich auch, dann hast du aber noch einen separaten Tonmann mit. Und der Tonmann hat seinen eigenen Recorder, der speist meinetwegen das Mikrofon mit seinen 48 Volt, zack, angelt da irgendwie so ein bisschen hin und her, schleift den Ton vom Direktmikrofon in seinen Mischer, wo der das alles regelt, und das ist jetzt das Entscheidende, kann das Signal nochmal zu dir in die Kamera reingeben oder auf deinen eigenen zweiten Recorder. Nochmal zur Verdeutlichung, hier habe ich die FS7 und da kannst du halt einstellen Input 1, also XLR Input 1 zwischen Line, Mic und 48+. Und da wir das Tonsignal jetzt gerade von dem Sounddevice bekommen, sind wir hier eben, wie gesagt, auch auf Line gegangen. Das heißt, Line, dieser Hebel für Line ist immer dann dafür da, wenn es von einem externen Gerät kommt, also wenn es nicht direkt vom Mikrofon zu dir reinkommt, sondern wenn es nochmal über ein zweites Audiogerät kommt. Und das, ja, hätte ich damals auch gern gewusst bei manchen Sachen, weil du immer fragst, okay, was sind die drei Hebel? Es ist nicht schwer, aber wenn du das einfach weißt, Line ist, wenn es von externen Geräten noch kommt, also wenn es noch was zwischen dir und dem eigentlichen Mikrofon ist. Mikrofon ist einfach nur dafür, wenn du direkt reingehst, und 48 Volt ist für Mikrofone, die halt diese zusätzliche Speisung benötigen.
Und als letzter kleiner Hinweis noch, wie man pegelt. Also du hast im besten Fall, kannst bei deiner Kamera dann den Pegel einstellen, je nachdem wie sie alle ausschlagen soll. Man sagt immer, man sollte auf minus 12 Dezibel pegeln. Das heißt, dass der Streifen bis minus 12 ist. Bei analog war das nicht so sehr, bei digital ist es, lass dir lieber den Raum, weil eine Sache kann ich dir gleich zeigen. Wenn es dann klippt, dann merkst du das jetzt gleich. Ich sage jetzt mal, frisch aus Fritze, frische Fische und jetzt treibe ich das ganze Ding hoch und du merkst, das Ding übersteuert extrem. Du wirst eigentlich gar nicht mehr verstehen, was ich mache und du kannst es auch gar nicht mehr wirklich retten. Deswegen immer lieber auf 12, hier. Genau. Im Endeffekt auf minus 12 Dezibel so ein bisschen einpegeln, dann kannst du es immer noch in Premiere oder so dann auf minus 3 meinetwegen hochziehen und so spiele ich die meisten Videos bei mir aus. Immer bei minus 3 Dezibel ausgepegelt. Als Peak. Gut, das war's ansonsten dafür. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich, oder hast du vielmehr noch irgendwas zu ergänzen? Schreib's gerne in die Kommentare. Ich täte mich freuen und ja, soviel zu den fixen Audio Basics diesmal und see you next time. Ciao. Und wenn du noch mehr Fragen hast bezüglich Lavalier-Mikrofonen, also die Dinger, die du ansteckst, die bei Moderatoren meistens dran sind, normalen XLR-Mikrofonen, normalen Klinke-Mikrofonen oder auch mit Stromspeisung oder XLR-Mikrofone, Shotgun-Mics, dann schreib's gerne in die Kommentare. Ich täte mich freuen und die anderen Boys werden das dann, glaube ich, auch gern mit beantworten. Und falls du es noch nicht getan hast, like and subscribe and hit that bell button.